24 Stunden in Stockholm mit dem Kaya Cosmetics Team und natürlich auch den wundervollen Menschen, die ich auf diesem Trip getroffen habe. Es hat wirklich um eine unmenschliche Uhrzeit angefangen. Um 4.30 Uhr bin ich aus dem Haus mit Ali und dann sind wir so gegen 5 am Flughafen gewesen. Wir haben uns ein paar kleine Snacks geholt, was zu trinken, weil ich einfach chronisch verdurste. Und dann ging es auch schon los. Es hat irgendwie die ganze Zeit geregnet. Das Wetter sah auch nicht so doll aus, aber ich habe mich so gefreut, weil über den Wolken sieht das Wetter immer so anders aus. Das fand ich auch voll süß, durch die Wolken zu fliegen. Ich liebe es einfach. Hier habe ich versucht, so ein bisschen Healthy Beauty Queen zu sein. Und schaut mal, mein Handy fällt einfach die ganze Zeit um. Und guckt euch bitte mal diese Aussicht an. Wie wunderschön ist das bitte. Ich war wie so ein 5-jähriges Kind, was die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt hat. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe genau so ein Bild auf meinem Vision Board gehabt. Und dann ist das wahr geworden. In dem Moment habe ich mich so unendlich glücklich und dankbar gefühlt. Und nach kurzen 2,5 Stunden waren wir auch schon am Airport in Stockholm. Da habe ich schon 2 ganz liebe Mäuschen kennengelernt. Einmal die Pauline und einmal die Berna. Check-in war erst um 3 und wir waren, glaube ich, schon um 10 oder 11 da. Und dann haben wir uns gedacht, hey, lasst uns einfach durch die City gehen. Wenn ich mich entscheiden könnte, was mein Traumberuf wäre, dann ist es das. Ganz viele Hunde um mich herum. Ich finde diese so süß. Dann sind wir in einen Frühstückscafé gegangen und das war der beste grüne Tee, den ich jemals getrunken habe. Natürlich weitergemummelt. Alle von uns hatten nur 2-3 Stunden Schlaf, aber das hat uns nicht aufgehalten. Ich muss auch sagen, Stockholm ist einfach unendlich ästhetisch. Ich habe noch nie... Nee, Hamburg ist fast genauso ästhetisch in meinen Augen. Die ganzen Menschen sind so unglaublich gut gekleidet. Ich habe mich echt gefühlt, wie, als würde ich eine Vogue aufschlagen. Das sind alles so Secondhand-Designer-Taschen und oh, ein Traum ist wahr geworden für mich. Ich habe zwar nichts mitgenommen, aber schon mal für meinen nächsten Trip geplant. Das war das Hotelzimmer. Da sind auch so voll die cuten Geschenke von Kaya Cosmetics auf dem Bett gewesen. Und natürlich hat Ali auch sein eigenes Care-Paket bekommen. Das ist wieder so eine Kleinigkeit, die ich am Kaya Cosmetics-Team so unglaublich krass finde. Diese ganzen Kleinigkeiten, auf die achten. So ins Detail zu gehen und so viel Mühe sich zu geben, finde ich unglaublich toll. Da seht ihr mich auch schon todmüde. So eine Stunde oder so genappt und da war ich ready to go. Da sind wir im Büro angekommen. Und ich sag's euch, wie es ist. Dieses Büro ist einfach mein Pinterest-Board. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein unglaublich schönes Büro gesehen. Mit so vielen Locations, die so verschieden aussehen. Da war einfach eine Badewanne voll. Mit meinen Lieblings-Setting-Sprays und ach, einfach ein Traum, man konnte sich sogar in die Badewanne reinlegen. Wir haben dann auch direkt, nachdem wir angekommen sind, von dem unglaublichen Team von Kaya Cosmetics eine gesamte Tour bekommen durch das Büro. Wir durften uns alles anschauen, die haben uns alles erklärt, das ist die Küche. Das ist die Küche. Leute, ich würde nie wieder aufhören zu arbeiten, wenn ich da arbeiten würde. Ich habe auch direkt gefragt, ob ich mich irgendwie bewerben kann und nach Stockholm ziehen darf, weil das ist unglaublich gewesen. Und es gibt in jedem Zimmer eine Riesencouch. Also so viele Möglichkeiten zu entspannen und auch einfach das Ganze auf sich wirken zu lassen. Diese Fotobox, das war so ein kleines persönliches Highlight von mir, weil es war so hübsch mit diesem Pink im Hintergrund. Und diesen Drink, von dem Drink habe ich einfach 6 Stück getrunken, weil ich weiß nicht, warum ich da so viele getrunken habe, aber die haben so gut geschmeckt. Wir durften uns auch schminken lassen von professionellen Make-up-Artists, da ist der Ali. Der hat natürlich alles beobachtet und fand das auch alles sehr, sehr interessant, diese pinke, wundervolle Einhornwelt zu sehen. Und jeder wirklich in diesem Team ist so professionell und so freundlich gewesen. Ich wollte nicht sentimental werden bei meinem Voice-Over, aber ich muss sagen, diese Reise bedeutet mir unglaublich viel, weil sie mir gezeigt hat, dass Träume wahr werden. Ich habe euch doch vor ein paar Tagen von meinem Vision Board erzählt und da hatte ich genau sowas auch drauf. Und ich habe nie gedacht, dass das wahr wird. Und schaut mich mal an. Ich sitze einfach in Stockholm, weil Kaya Cosmetics mich dahin eingeladen hat und auch eingeflogen hat und werde einfach von den besten Menschen umgeben, geschminkt und beraten. Und das war so eine wundervolle Erfahrung. Ich bin so positiv überrascht gewesen, so viele nette Menschen kennenzulernen, weil man sieht ja die ganzen Influencer eher nur online und kennt sie ja nicht persönlich. Und alle an einem Ort und ich habe mich mit jedem unterhalten und einer ist netter als der andere. Und das fand ich so schön einfach, weil die sich nicht verstellen in ihren Videos so und so sind, wie sie sind. Das hat es für mich natürlich noch einfacher gemacht, mit allen zu viben. Und da habe ich auch direkt
von einer ganz cuten Maus Bilder geschossen. Und egal, ob wir uns nur eine Stunde kennen oder nicht, ich werde mir ganz viel Mühe geben, damit du das beste Ergebnis hast, weil mir ist das einfach wichtig, dass, keine Ahnung, man muss nicht unbedingt 10 Jahre befreundet sein, um sich menschlich gegenüberzustehen und sich gut zu behandeln. Ich habe es extrem gefeiert, dass alle so positiv drauf waren und auch alle miteinander gevibed haben. Man konnte mit jedem ganz normal reden. Und irgendwann haben wir uns an der Bar versammelt und der Barkeeper hat uns mit den besten Drinks, die ich jemals getrunken habe, versorgt. Ich kann euch nur eins sagen, wenn ihr jemals denkt, ihr habt einen Traum oder einen Wunsch, der viel zu absurd ist oder den ihr nie erreichen könnt, dann denkt an dieses Video. Ich habe erst vor 6 Monaten mit TikTok angefangen. Und ich stehe heute bei diesem Event und darf mit den coolsten Leuten aus Deutschland zusammen feiern. Das ist für mich eine unglaubliche Ehre und auch ein Zeichen, dass alles im Leben funktioniert. Alles erfüllt sich. Man muss sich einfach nur trauen und einfach nur die Dinge machen, von denen man denkt, dass sie eigentlich cool sind, aber man sich halt einfach nicht traut. Weil hätte ich nicht Videos hochgeladen und einfach nur meine Unsicherheit mal zur Seite getan, dann wäre ich nicht hier heute. Hört einfach niemals auf, an euren Traum zu glauben und an eure Idee zu glauben, weil es kann alles wahr werden. Nach dem Office waren wir im Astoria. Das ist eine Bar, ein Club und ein Restaurant in einem. Und die Tische waren so schön gedeckt. Und hier auch wieder diese kleinen Details. Ali hat auch einen Lipgloss bekommen mit seinem Namen drauf. Das war so unglaublich süß. Das hat mich direkt gecatcht. Natürlich habe ich auch einen süßen kleinen Lipgloss bekommen mit meinem Namen drauf. Das macht mich einfach glücklich. Das ist mein Lieblingspiece. Dann gab es eine kleine Rede von der süßen Mathilda. Die ist so cute gewesen. Sie hat uns auch in ihrer Rede erzählt, dass sie eigentlich totale Angst hat, vor ganz vielen Menschen zu reden. Das war für mich wieder ein Zeichen zu sagen, hey, eigentlich müssen wir uns die Dinge trauen, die wir uns nicht trauen. Weil dadurch entstehen Chancen, die wir davor nie hatten. Und diese Chancen würden wir so mit dem Verhalten, was wir normalerweise an den Tag legen, auch nicht bekommen. Nach der Rede ging es auch weiter mit den ersten Vorspeisen. Wir haben uns natürlich totgelacht am Tisch. Das war super witzig. Und was diese Pizza war, oder ob es eine Pizza, ich glaube, es war eine Pizza, ich bin mir nicht sicher, aber sie war todeslecker. Und da ist auch meine süße, blonde Selena Gomez gewesen. Wir haben uns natürlich wie an so einem Kindertisch alle Caesar Salad bestellt, außer der von Lena, der kam irgendwie nicht an. Natürlich haben wir aber alle gewartet, bis sie auch ihr Essen bekommen hat, bevor wir gegessen haben. Und der Abend war so lang, dass ich vergessen habe, da weiter aufzunehmen, aber das ist der nächste Morgen. Und es ist einfach 6.30 Uhr da. Sind wir auch mit Pauli und Berna zurück nach Düsseldorf geflogen. Und man sieht uns an, dass wir sehr, sehr müde waren. War auch extrem traurig, Stockholm so schnell verlassen zu müssen. Aber an dem Tag, also direkt danach, sind wir von Düsseldorf auch nach Köln, weil uns Freunde zum Grillen eingeladen haben, weil wir auch diesen Monat extrem viel feiern. Das ist einfach so ein schöner, erfolgreicher Monat war für alle Beteiligten. Und trotz der Sonne war es super mega kalt, aber es war trotzdem schön, natürlich mit Sonne. Ich habe meinen LC-Pulli getragen. Mein favorite Sweater ist das. Da sind wir auch schon direkt im Flughafen gewesen. Und erinnert ihr euch eigentlich an die Pollen, die ich euch gezeigt habe? Da ist sie. Die Polly hatte die einfach auch. Ich kann euch nicht erklären, wie unglaublich witzig sie ist, weil wir haben uns totgedacht. Natürlich haben wir kein einziges Bild miteinander gemacht. Das passiert mir auch immer mit meinen Freunden. Irgendwie haben wir total viel Spaß, aber wir machen nie Bilder davon oder wir halten es nie fest. Natürlich müssten wir uns auch erstmal stärken, weil wir waren alle todmüde und hungrig. Ich habe mir so ein Putenbrötchen geholt mit O-Saft, der Ali auch. Und uns ist eine Sache aufgefallen, während wir O-Saft und Tee und Wasser getrunken haben, haben alle um uns herum total viel Alkohol getrunken. Also die haben sich so ein Brötchen geholt mit einem Bier daneben. Eigentlich sind wir ja die Biernation aus Deutschland, aber das war so lustig. Jeder hat sich so einen Cocktail oder einen Drink bestellt zum Frühstück. Wir waren einfach so unglaublich laut. Und hier seht ihr auch die Polly, die ist so hübsch ungeschminkt. Da ist die Bernie und der Ali im Hintergrund. Natürlich sind wir zum Gate gerannt, weil wir haben so viel Zeit verplempert, dass wir fast zu spät gekommen sind zu unserem Flug. Hier natürlich die ästhetischen und obligatorischen Bilder aus dem Flugzeugfenster. Dann sind wir direkt nach Hause gegangen und dann ins Auto gehopst. Ich habe nämlich meiner Freundin auch ein paar Kaya-Pieces mitgenommen. Hier seht ihr einfach Ali mit seinem besten Freund. Die haben im Regen gegrillt. Das fand ich sehr lustig. Und jeder hat was vorbereitet und dann haben wir einfach den Abend genossen. Wir waren zwar sehr, sehr müde, aber es hat super viel Spaß gemacht, nach dieser Stockholm-Reise nach Köln zu fahren und einfach den Tag mit Freunden zu verbringen. Oh mein Gott, jetzt sind wir schon am Ende des Videos. Ich liebe euch alle.